Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf der Hof Bergmann. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und hier mit dabei bist. Ja, mit den zwei Feldern, Feld 4 und 5 sind wir jetzt durch. Hab hier bei dem Feld 13 auch schon wieder angefangen. Und da werden wir jetzt erstmal mit unseren Klaas hier hinfahren. Feld 7 ist noch gar nicht fertig. Also da haben wir ja Weizen drauf und das Ganze dauert dann noch ein wenig. Gut, steigen wir mal hier ein. Und starten hier gleich mal rüber. Übrigens, das ist immer noch der Enger von den Feld 4 und 5. Also 87% haben wir hier von den zwei Feldern runterbekommen. So, hier drüben fährt auch schon der New Holland. Den habe ich jetzt auch mal mit dazu genommen. Und ich würde sagen, wir stellen uns jetzt einfach hier mal hin. Steigen mal hier aus und werden jetzt hier noch ein bisschen mit dem Glas Lexion hier das Feld noch weiter abernten. So, rennen wir mal. So. Ist schon ziemlich dreckig geworden hier, unser Glas. Und der ist jetzt auch bald voll. 83% haben wir jetzt schon drinne. So, wir werden mal hier das kleine Stückchen noch weitermachen. Und wir werden dann nochmal den Rand hier weiter abfahren. Weiß nicht, wie weit hier der Helfer zurechtkommt. Deswegen habe ich auch erstmal hier hinten angefangen, damit wir hier das Stück gleich weg haben. Wir das Ganze natürlich auch wieder mit Courseplay machen können, aber ja, da gibt es meistens immer so kleine Probleme hier mit der Insel da, quasi wo der Masten hier steht, obwohl ich das jedes Mal einstelle, also da das Ganze weiträumig umfahren soll, kriegt das einfach manchmal nicht hin. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, wir nehmen hier unseren Glas, da geht das eigentlich ruckzuck und können hier hinten das Stückchen schon mal fertig machen. Und vorne, wie gesagt, ist ja unser New Holland noch unterwegs. Den habe ich erstmal so eingestellt, dass der mit den normalen Helfer arbeitet. So, dann fahren wir mal los. Ach, wir haben auch schon 91% drin. Ja, würde ich sagen, fahren wir erstmal hier vor. Tanken hier erstmal ein bisschen was ab. Und werden dann den Rand hier noch abfahren. So, schauen wir mal. Gehen wir nochmal in die Außenansicht. Und jetzt werden wir hier gleich noch das bisschen abtanken, was jetzt hier in den Strautmann-Hänger noch reinpasst. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir dann, glaube ich, erstmal doch hier das Ganze hier weg, damit der Hänger dann auch wieder leer ist. So, einmal hier rüber. Stellen wir uns den Glas Lexion erstmal hier hin. Und steigen hier aus. So, werden wir jetzt erstmal hier das Ganze abladen. So, einmal los geht's. Und der New Holland müsste ja noch unterwegs sein. Also, ich glaube, der hat auch noch ein bisschen Zeit. Ja, ansonsten haben wir hier erstmal zu tun mit unseren Feldern. Wie gesagt, das Feld 7 ist noch nicht fertig. Da haben wir Weizen drauf gemacht. Und ja, da müssen wir halt noch ein bisschen warten. Aber das Feld 7 ist ja jetzt auch nicht so groß, dass wir da wieder alle Maschinen dafür brauchen. So, da sehen wir auch schon die Meldung. 80% ist unsere New Holland schon voll. Also da können wir dann gleich hinfahren und den auch noch abtanken. Und dann machen wir erstmal weiter.
mit unserem Glas Lexion 8900. Also ich bin richtig überzeugt eigentlich von denen. Also der ist schon optimal und der passt auch hier eigentlich perfekt auf unseren Hof. So, jetzt haben wir das gleich hier abgeladen und dann können wir gleich wieder losfahren auf unser Feld 13. So, einmal hier rum. Ja, dann sind wir eigentlich auch schon wieder bald durch hier mit unserer Feldarbeit. Und dann schauen wir mal, was wir hier noch so alles machen müssen. Denke mal, ja, müssen uns mal ein bisschen um die Bullenzucht mal kümmern. Da müssen wir auch noch ein bisschen was verkaufen. Also ein bisschen die Tiere versorgen quasi und ja, überall mal ein bisschen schauen, wo wir was zu tun haben. So, sind wir wieder hier. Schalten wir das Ganze mal aus und steigen jetzt hier mal aus. So. Ach so, der müsste jetzt eigentlich auch voll sein, ne? Ich habe hier was gesagt. Ja, da steigen wir hier nochmal schnell ein in unseren Glas. Wir werden den jetzt noch schnell abtanken, weil der steht ja schon da und macht ja hier nicht weiter, solange hier er einen vollen Tank hat. So. Ich finde auch die beste Kombi hier mit dem New Holland und dem Class Lexion. Von der Arbeitsbreite ist das eigentlich perfekt. So, schauen wir mal. Ein Stückchen vor können wir noch fahren. Ja, das Wetter hat sich bis jetzt auch noch eigentlich gehalten. Obwohl es so langsam immer dunkler wird hier. Aber wir scheinen heute Glück zu haben. So, jetzt dürfte der eigentlich auch gleich fertig sein. Jawohl. Und dann stellen wir uns ein Glas hier mal so hin. Kann er ja stehen bleiben. Und steigen jetzt hier gleich aus. So. Und rennen mal schnell vor. So. Hier rein. Und dann fahren wir erstmal hier den Rand hier erstmal weg, was der Helfer mal wieder nicht richtig gemacht hat. Aber man kennt's ja. Ist ja nichts Neues. Haben jetzt quasi einmal die Außenkante gleich ab hier komplett. Und dann hoffe ich ja mal, dass der Helfer dann hier besser zurechtkommt. So. Ja, dann sind wir auch schon bald fertig mit unserem Feld 13. Dann haben wir das auch schon erledigt. Ja, dann müsste ich mir eigentlich mal Gedanken machen, was wir dann hier auf die Felder wieder bringen, was wir unbedingt brauchen. Momentan, ja, Sojabohnen haben wir eigentlich genügend. Da werden wir auch wieder ein paar Touren fahren und dann wieder Sojabohnen verkaufen. Etwas werde ich natürlich aufheben für die Schweine. Da haben wir ja immer noch nicht das perfekte Mischverhältnis für die Schweine. Also da fehlt noch Getreideschrot. Und da müssen wir mal schauen, wie wir das Ganze machen. So, jetzt haben wir hier wieder ein kleines Problem. Einmal aus und wieder an. Ja, manchmal geht das nicht so. So mal ausschalten.
Und abkurbeln und wieder an. Schauen wir mal, ob das jetzt geht. Ja, müssen wir da mal schauen. Vielleicht von der anderen Seite dran fahren. Also da gibt es immer so ein paar kleine Probleme hier auf den ganzen Feldern. Hin und wieder ist das schon mal so. Also ich würde sagen, dass es jetzt nicht immer ist, aber hin und wieder gibt es da schon ein paar kleine Probleme. So, 72% haben wir jetzt. Fahren wir jetzt hier oben doch mal rum. Und das Stückchen näher. Das werden wir dann selber fahren. Wir nehmen jetzt erstmal das alles mit hier, was der Helfer wieder mal vergessen hat. So, können wir gleich hier oben hinfahren. Und fahren jetzt hier nochmal eine Runde rum. Da fährt auch schon der New Holland seine Bahn hier ab. Ja, aber hier bei dem Feld 13 hat man auch schon gut zu tun. Das alles abzuernten. Ja, da müssen wir uns wahrscheinlich nochmal ein bisschen was einfallen lassen. Wir haben ja noch unseren Messi Ferguson. Aber das ist ja nur ein kleiner. Klar, der kann da auch mitfahren. Und das Ganze mit unterstützen. So, das lassen wir ihn mal hier machen. Schauen wir mal, was er hier vorhat. Wie er jetzt hier seine Bahn weiterfahren möchte. Ja, das sieht auch ganz gut aus. So, dann fahren wir hier nochmal lang. Nehmen hier vorne noch den kleinen Stoppel mit. So. Ja, da wird man dann jetzt hier vorne das noch fertig machen. Und ich denke mal, in der Zeit ist der New Holland auch hier fast durch. So. Stellen wir uns einmal hier hin. Und weiter geht's. Ja, viel ist es ja nicht mehr hier vorne. Also das sollten wir jetzt mit zwei Bahnen, glaube ich, doch mal erledigt haben. Sind auch schon fast voll. 90% haben wir. Dann werden wir dann hier vorne nochmal alles ordentlich abfahren. Ich sehe mich gerade hier vorne, lässt euch über was stehen, der New Holland. Also alles noch nicht so wirklich perfekt hier. Aber dafür sind wir da, das können wir noch nebenbei machen. Und dann klappt das schon hier. So. Dann würde ich sagen, fahren wir hier vorne das erstmal schnell ab. Damit wir hier das auch schon erledigt haben. Und ich mache dann hier hinten das kleine Stück noch fertig. Ja, lässt da immer ein bisschen was stehen hier. Wo irgendwie nicht richtig ansetzt. Fängt er hier irgendwie viel später an. Naja, deswegen fahre ich das jetzt hier erstmal ab, damit er das dann hier auch ordentlich macht. So, 99%, wir sind jetzt auch gleich voll. Ja, noch ein Stückchen.
Jetzt sind wir auch voll. Stellen wir uns erstmal hier kurz hin. Na, fahren wir mal hier ein bisschen rüber. So. Und so. Stecken wir hier gleich aus. Und rennen mal schnell los. Und holen uns hier unseren Klaas. Einmal die Tür zu und los geht's. Werden wir den jetzt hier noch abtanken, den Klaas Lexion. So, einmal hier runter. Und dann geht das Ganze auch schon los. So. Gut, ich werde das hier auf jeden Fall noch alles fertig machen. Und ja. Das soll es auf jeden Fall gewesen sein von dieser Folge. Abonniert doch meinen Kanal und lasst doch natürlich auch ein Däumchen da, wenn dir das Ganze gefallen hat. Ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten und ich bin raus. Tschüss, macht's gut.